Yo, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 16, der vielleicht auch letzten, zumindest was die Story angeht. Denn wir haben in der letzten Folge, ja, eigentlich die Festung quasi schon mal angegangen. Wir haben ein paar kleinere Leute weggeklatscht und auch diesen Behemoth, der ziemlich unfair gewesen ist. Und sind jetzt hier auf jeden Fall an der Stadt des Wahnsinns oder am Haupttor angekommen. Und jetzt sind wir gerade dabei, uns den Weg nach vorne durchzuwieseln zum letzten Kristall, um den kaputt zu machen, um Ultima natürlich nochmal zu schwächen und dann höchstwahrscheinlich auch den finalen Kampf gegen Ultima zu bestreiten. Deswegen lasst uns gar nicht lange schnacken, lasst uns lieber loslegen. Ich guck mal, Aufnahme läuft. Okay, wir haben alles. Gut, 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 gut. Das zu. Da ist eine Kiste. Und das nächste Schlachtfeld. Gebt mir mal noch meinen Tornado für gleich auf. Ich weiß ja nicht, was da jetzt hier noch kommt. Noch eine Kiste liegen. Aber da geht es anscheinend auch hoch. Ja, okay, geht nicht hoch. Wusste ich natürlich, klar. So, hier erwarte ich. Ne, warte mal, hier doch noch nicht. Ne. So, da ist ja die erste Trottelarmee. Und hier ist die nächste. Achso, ich vermute mal, dass das ein Gebiet ist da unten. Ach, geh doch bitte einfach an ihm vorbei, Alter. Das zum Thema. Oh, ich bin gebufft. Ich habe einen Schutz, ey. Der Magier Hurensohn hat mich gebufft. Schiebt euch euren Buff ins Arschloch. Ganz tief rein, bis es nicht weitergeht. Und dann drückt das nochmal weiter rein. So, da war die Wix-Armee. Ich vermute mal, dass es einfach derselbe Psyche sein wird. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang, hau den aufs Maul. Schönen guten Tag. Du brauchst nicht zu zaubern. Einfach kurz weggesnappt, die Bitches. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber ich gehe trotzdem lieber nochmal gucken, ob das wirklich derselbe Cycle ist. Aber ja, ist es. Und dann wird die nächste Gasse genau dasselbe haben.
Liegt auch nichts Relevantes mehr. Na, da ist wieder das Tor. Perfekt. Idiotenversammlung anscheinend. Oh, der schon wieder. Du brauchst nicht denken, dass du da mit dem Scheiß von mir wegkommst. Blöd oder so? Diese Brücke dort, gelangen wir ins Heiligtum. Sieht aus wie eine Rampe, ja. Dann ist es nicht mehr weit. Okay. Na, ihr kleinen Stricher, alles cool bei euch? Perfekt, hat mich auch gar nicht interessiert. Gerade gesagt, einer weniger. Hab ich gerade noch so im Augenmerk mitbekommen. Vor allen Dingen im Augenmerk. Zu mir so, yo, Bro, beruhig dich. Ich hab's gesehen, dass er tot ist. Durch die Festung also. Anders geht es wohl nicht. Durch die Festung, durch die Festung. Mir fällt kein Reim ein. Digga, das ist so bescheuert, ne? Ich hab immer aus Souls die Angewohnheit, durch solche Dinger, wo ich halt keine Vision hab, mit L1 durchzugehen, um auf jeden Fall direkt zu blocken, wenn dann ein Angriff kommt. Aber hier kann ich's nicht. Hier bringt mir das nichts. Weil bei L1 macht dann nichts.
Oha. Der Schimmer war aber neu. Jetzt ist hier nichts. Ich hätte da eine Kiste hingelegt. Ich sag's, wie es ist. Das wird der nächste dicke Kampf. Wahrscheinlich jetzt wieder diese Viecher, die aus dem anderen Dings dahin teleportieren. Dieser Licht, glaube ich, hieß er, ne? Nevermind. Oh, noch ein Köln. Oh, cool. Muss ich da lang? Offensichtlich, ne? Von oben kam ich ja. Ja, muss ich da lang. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, dum. Okay, da muss ich offensichtlich weiter. All right. Dachte kurz, da wäre doch noch eine Treppe gewesen.
Konzentrier dich. Wir müssen da durch. Servus. Das wären mehr. Nach der Aussage. So, ich glaube, da unten sind schon wieder Magier, ne? Digga, ich habe orkische Schlampe gelesen. What the fuck? Keine Ahnung, fragt mich nicht, was da los war. Ich habe aber wirklich original orkische Schlampe gelesen. Ja, okay, Bro. Beruhig dich jetzt, Spiel. Ja, hier kommt ein fetter Kampf. Krass fetter Kampf. Holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will zu sterben. Oh mein Gott. Wow, danke dafür. Das sind zwei von denen, deswegen. Da ist nur noch einer. Vorsicht, Clive. Ich bin zu blöd, Damage zu machen. Wow, danke Kamera, Alter. Das war's mit eurem Zauber.
Nevermind, wo ist der Hurensohn? Da ist er. Fruchtzwerge. Die Armee ist hier. Ist mir schlimm. Zurück, Joshua. Ich hab einen Sturm. Ich beschwöre Ifrit. Stopp, Clive. Hör mich an. Wenn du dich hier verausgabst, wirst du nicht genug Kraft haben, um den Kern zu zerstören. Yep. Was soll ich dann tun? Okay, gutes Timing. Sein, dass sie so ein bisschen Restmacht immer behalten. Sie ist nicht allein. Ich hätte jetzt schon gerne mit allen an der Seite mal gekämpft. Sogar ein Riss in der Mauer gefunden. Gefunden? Aha. Wenn wir mehr am Himmel gesehen haben, haben wir nicht länger gezögert. Wir waren nicht untätig. Was verschafft uns die Ehre? Okay. Ich begleiche nur meine Schuld. Seit wann die so krasse Freunde? Prinz Deon. Gut, euch wohl aufzusehen. Ihr seid also Ifrit. Euer Onkel gab mir eine Nachricht. Vertraue deinem Herzen und es wird deine Klinge führen. Du bist deines Vaters Sohn. Seine Worte.
Danke. Für alles, Eure Hoheit. Dion, bitte. Euch ist schon klar, dass wir bis jetzt allerhöchstens den Putz hier von der Wand geklopft haben, oder? Wenn die edlen Damen und Herren also langsam so weit wären? Schön gesagt, Gav. Wir haben viel zu tun. Können wir noch keine Minimap benutzen. Na gut. Ich glaube aber nicht, dass jetzt hier großartig Scheiße rumliegen wird. Ich schätze mal, dass du da reingehst, egal was ich dir sage. Aber versprich mir bitte, dass du gut auf dich aufpasst. Tante wäre am Boden zerstört, wenn dir was passiert. Wo sie mich extra das ganze Zeug nach Ashra hat schleppen lassen. Das wollen wir nun wirklich nicht. Also, du kaufst mir was ab, ja? Willkommen an Götz Bütchen. Digga. Wie viele noch? Brauchst du noch was anderes? Naja, wenn ich den upgrade oder so und auf die 2 AP kann ich auch gut verzichten im Zweifel. Gut, hier, bitteschön. Danke. Bitte. Wird der den Shit eigentlich später noch haben? Ja, bestimmt. Okay. Warte mal, von der okay. Und wieso können wir jetzt Ragnarok verstärken? Okay, warte mal. Moment. Ne, warte mal, das war ja das, was wir hatten. Ich glaube, das müsste so stimmen. So, nee. Hast du alles, was du brauchst? Hier muss ich das verstärken. Okay, ich kann hier auf jeden Fall nichts von den Schwertern verstärken. Anscheinend aber auch nicht das Ding, was ich angelegt habe hier. Was anderes brauchst du nicht? Willkommen bei Götz Amboss. Hast du alles? Ja, jetzt würde ich halt nur gerne den Scheiß auch ausrüsten. Aber ich kann hier nicht weg, ne? Naja, ist mir zu riskant. Okay, wir können uns ja einmal eben hier... Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft, Torgal. Jeder Abschied birgt die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wir werden uns finden. Wir werden uns finden. Das war jetzt saudieb. Wäre Sid hatte bei uns, wäre er sicher stolz auf dich, Clive. Stolz auf uns alle. Ich möchte noch so vieles über euch erfahren. Wenn all dies hier vorbei ist. Bis dahin erwartet jeden, der sich uns in den Weg stellt, die Spitze meines Speeres. Man hat fast Mitleid. Nein, nicht wirklich. Gut, dann haben wir mit allen gesprochen. Dann geht's los. Siehst du, Clive? Wir sind nicht allein. Wenn wir siegreich sein wollen, muss jeder seinen Teil tun. Und unserer, der liegt hinter diesen Türen.
Wir haben hart für diesen Moment gekämpft. Sids Traum, unser Traum, ist zum Greifen nah. Nun müssen wir die letzte Prüfung bestehen. Und das werden wir. Gemeinsam. Ihr wisst alle, was uns hinter diesem Tor erwartet. Doch niemand stellt sich dem allein. Ja, ja. Heilige Scheiße. Anscheinend wird hier noch nach uns verlangt. Ich halte sie auf. Wir halten sie auf. Geht! Lasst euch nur nicht zu viel Zeit. Danke. Ich weiß nicht, ob ich so ein Fan von der Idee bin. Mach die Tür wieder zu schnell! Sie hat doch gesagt, wir werden uns wiederfinden. Joshua! Joshua! Wach auf! Clive, was ist los? Das ist nichts, Donner. Willkommen. In unserer Finsternis. Eine Schlucht zwischen den Welten, die euch einlädt zur Besinnung. Zeig dich uns! Schwer und zahlreich sind die Sünden der Menschen. Und ihr sollt sie nun erkennen. Die Zeit ist reif. Das Schicksal hat euch die Rückkehr gewährt. Also empfanget unsere Offenbarung. Ich fürchte, wir sind hier gefangen. Und den einzigen Ausweg bietet Ultima. Wir finden ihn und verschwinden. Gut, kann wieder keine Karte aufmachen. Lol? Wenn man das gedrückt hält, dann kommt das. Hä? Okay, das wusste ich auch nicht. Oh. 40 Spielstunden, Digga, und immer noch was Neues am Lernen.
noch sehr jung war, schenken wir ihr ein Wunder. Magie. Und in ihrem Licht erblühte das Leben. Schichtstunde. Tut er so, als wäre er jetzt gut. Aber wenn die Magie der Ursprung der Fäule war, was ist dann mit den Mutterkristallen? Die Antwort gibt er uns sicher gleich selbst. Und deswegen braucht er wahrscheinlich den Leib, um dieses Nichts zu bekämpfen oder so. Welt. Die Welt, die Barnabas wollte. Ein Paradies ohne Fäule, wo sein Gott ihn erwartet. Und wir. Wir sollten ihm dorthin folgen. Und dafür alles hinter uns lassen. Unseren Willen aufgeben. Also will Ultima, dass wir Barnabas Werk vollenden. Spielen wir sein Spiel mit. Vorerst. Ja, aber der hört doch zu, oder nicht? Hä?
Und so streuten wir die Saat der Menschheit. Du erschufst uns. Götter schöpfen und so auch wir. Wir streuten die Saat, damit du eines Tages sprießen würdest, Mythos. Wir glaubten unsere Zukunft gesichert und ruhten. Ein fataler Irrtum, wie wir erfahren sollten. Denn während unseres Schlafs beging der Mensch seine schwerste Sünde. Er erwachte. Allein taumelte er durch eine kalte und dunkle Welt, blind tastend auf der Suche nach dem herrlichen Licht seines Schöpfers. Schließlich versuchte er, selbst Licht zu entzünden. Und aus einem einzelnen, verirrten Funken ward sein Wille geboren. Der Mensch hatte sich selbst entdeckt. Bald richtete er seinen Blick in sich und fand Verlangen nach mehr. Mehr von dem, was nur Magie ihm schenken konnte. Also führte er Kriege und erschlug seinen Nächsten für dieses kostbare, doch schwindende Gut. Und Valisthea vergoss schwarze Tränen. Ist er zu blind zu erkennen, dass die Fäule, die er brachte, nicht unsere Schuld ist? Nicht zu blind, nur zu stolz für die Wahrheit. Denn er ist genau wie wir. Oder was von ihm übrig ist. Lang ist unsere Glut erloschen und hart kalt eines Funkens. Erblicke ihre Gestalt und sieh, wozu du werden musst. Cool, zu einem Krüppel. Wie wir begannen. Die Schuld trägst du. Unser Wille ist aus Not entstanden, weil du uns verlassen hast. Und den sollen wir jetzt aufgeben? Für einen Platz in deinem neuen Paradies? Du glaubst also, ein solcher würde euch zustehen? In unserer Welt ist kein Platz für Menschen. Bist du nicht fähig, diese Tatsache zu verstehen? Wir brauchten immer nur allein dich, Mythos. Und wenn die Zeit kommt, uns von diesem verrotteten Reich zu lösen, wird niemand folgen.
Was genau bedeutet das? Dies ist unsere Welt. Ist ihre Wiedergeburt vollzogen, hat die Menschheit ihren Zweck erfüllt. Weshalb sollten wir eure Existenz weiterhin erdulden, wenn sie uns solchen Verdruss beschert hat? Weil diese Welt nicht dir gehört! Sie gehört uns allen! Was? Lol. Einfach Cockblock. Ein weiterer Irrtum von dir. Euch gehört nichts als euer erbärmlicher Wille. Bruder. Ich schaffe es nicht allein. Das musst du auch nicht. Wir sind die vielen Worte leid. Du redest doch die ganze Zeit. What the fuck? Aus wie so ein scheiß Paladin, Alter. Meine Freunde, meine Familie. Wir haben gelitten, um zu überleben. Diese Welt mag Fehler haben, mag zerstört sein, doch sie ist alles, was wir haben. Und wenn du sie nicht teilen willst, dann bleibt uns kein anderer Weg. Du musst gehen. Du magst vielleicht unser Schöpfer sein. Aber nun wählen wir unseren Weg selbst. Denn diese Welt gehört dir nicht mehr. Sondern uns. Beugt euch, ihr Sünder. Kniet vor mir nieder. Bereut. Okay, interessant. Scheiße, ich hab's schon gedrückt gehabt. Alter, das war ein geiler Move von mir. Ja, dann senk mal deinen Kopf, Bitch. Du elende Sterbliche.
Werke imstande. Oh, Bro. Zeit wollen wir unsere Früchte ernten. Digga, what the fuck? Hör doch mal auf, mich da reinzuziehen, du Mizzet, ey. Weißt du, dir mangelt's an Selbstreflexion, andere sollen deinen Scheiß ausbaden und du reißt dein Maul ja auf, als wärst du keine Ahnung, ey. Gott. Denn du bist nicht Gott. Du bist ein Wurm. Naja, halt dein Maul. Wir haben dich auserwählt. Und du wagst es, deine Hand gegen uns zu erheben. Was jetzt? Der Raum krümmt sich. Er will es beenden. Er soll sein Leben beenden. Das erste Mal. Was mache ich das? Aber garantiert das Letzte. Dein Schicksal ist unabwendbar. Überlasse dein Fleisch der Dunkelheit. Dein Leib gehört uns. Boah, Digga, dieses Geschwafel, Alter. Kann ich mir nicht mehr anhören, ey. Ich finde es geil, dass er absolut cocky gegenüber ihm ist. Zu langsam! Die Scheiße schon wieder los. Danger.
Das ist dein Ende, du dumme Sau. Jetzt hau ich dich grün und blau. Stirb! Endlich. Bist du tot? Ja, hast recht. Wollte ich mir dein dummes Gelaber nicht mehr anhören. Ich muss mir die Scheiße doch weiter anhören. Aber gut, wir sind ja noch nicht Ifrit gewesen. Nicht deine Mühen stärken. Lastet die Sünde schwer auf deiner Seele. Aber Gnade ist dein. Tu Buße und alles wird vergeben sein. Jetzt schreibt er auch noch Gedichte. On the Fleek. Sag mir, Clive, wie viele Leben hast du gerettet, seit du meinen Namen trägst? Und wie viele zerstört? Wohin wir auch gehen, hinterlassen wir ein Tränenmeer. Dies ist der Preis deines Willens, Sohn. Was nutzt uns denn die Freiheit, wenn unsere Entscheidungen alle nur ein Ende finden, den Tod. Es ist zwecklos, Clive. Also gib endlich auf. Hä? Was? Warum lassen wir nicht all das hinter uns? Naja, warum redet der junge Joshua nicht? Einfach alles beenden. Er wird jetzt reden. Ah, der ist auf jeden Fall auf dem fetten Trip, ey. Bitte, warum rettet mich keiner? Warum liebt mich denn niemand? Dieser Schmerz, ich verzehre mich nach ihr. Was soll ich noch für sie opfern? Aus Wille wächst Verlangen. Es wird stärker und verzehrt euch, zerstört eure Vollkommenheit. Hört ihr denn nicht, wie die Welt stöhnt und seufzt unter der Last eurer hungernden Herzen? Aber du könntest all dem ein Ende setzen. Ja, weil er alle Menschen dadurch ausräuchern würde. Er redet wie so ein Retard, Alter, der immer nur das Ende von einem Satz wiederholen kann. Ende. Sitzen. Jetzt alles beenden. Clive! Clive!
Das ist alles nur Illusion. Wach auf. Aber warum haut ihr mir nicht auch einfach die Schnauze, Alter? Lass uns nach Hause gehen, Clive. Gib ihm nur eine Bombe, Joshua, dann ist er wieder wach. Clive. Ja, Clive. Mein Bruder. Bruder. Dich erinnern. Clive. Den Schlaganfall gehabt oder so? Nochmal, bis du es weißt. Mein Name ist Clive. Clive Rossfield. Da. Mein Name Ultima. Ist Clive und Ultima ist reif. Siehst du, Ultima, ich kann auch reimen, du Spast. Selbst hier wird das Licht des Leibes Willen nicht erstickt. Und der Phönix, wie ist es ihm gelungen, hier einzudringen? Unmöglich, es sei denn... Es sei denn, dass er bereits Bestandteil von Mythos war. Ein Mal des Phönix, eingebrannt in sein Herz, hat durch die Kraft des Willens Gestalt angenommen. Der Wille vermag zu schöpfen. Ist das möglich? Ist ihr Wille wirklich so mächtig? Hat der Typ nicht für komische Ohren? Wie lange willst du noch reden? Ja, das frag ich mich schon die ganze Zeit. Oh, shit. Dies ist keine bloße Illusion, sondern Abspaltung. Kann dies ein Kampf von Logos sein? Flashback. Verdammt, Clive! Wach auf! Fester. Ah, okay. Never mind. Das tat weh. Bro, das war eine kleine Schelle. Aber wir müssen hier schnell raus. Am besten jetzt. Er hat sich nur angetätschelt. Das tat weh. Lass das. Das will ich petzen gehen. Ja, aber wie kommen wir da raus? Erneut wählt unsere Schöpfung einen anderen Pfad als den ihr bestimmten. Der redet. Mein Hochmut hältst du dich für einen Gott. Öffnest dich Logos. Wer ist das? Doch dein Höhenflug hat hier ein Ende. Wo
Wovon redest du überhaupt? Ja, denke ich mir auch. In der Wiege des Ursprungs erwachen unsere wahren Kräfte. Und dort wirst du Vollendung erfahren. Bald, Mythos. Bald wirst du zum ersten Mal erkennen, was wahres Leid bedeutet. Wieso willst du noch mehr reden? Das heißt doch Crescendo, oder nicht? Was verborgen, lange dämmerte, erwachet nun. Oh shit. Die Welt zurück an der Quelle. Bleiben die zwei verdammt! Der Kristall ist doch schon weg! Oh, meine Fresse! Ist das Äther? Was in Gwigos Namen geht hier vor? Nichts Gutes. Wir sind zurück. Clive! Joshua! Jill! Ist jemand verletzt? Wir nicht. Was ist passiert? Erst müssen wir hier weg. Mit! Ablegen! Los! Beeilung! Zurück aufs Schiff! Ich folge euch sogleich. Danke.
ganze Menge mit allen zu besprechen. Als erstes rede ich mit Otto. Okay, da gibt's nichts Neues. Wobei, nee, man kann nicht scrollen. Hä? Immer noch nicht seine volle Dingens. Aber warum ist das eine graue Waffe, hä? Wo ist unser Dingens? War das hier das Ragnarök-Ding? Erhöht die maximalen Lebenspunkte um 500. Okay. Okay. Naja, wir müssen sowieso noch einmal das machen. Und jetzt einmal die Dinger hier angucken. Genau, das war ja das. Boah, Alter, die Moves sind aber schon sick, Alter. Kann man nichts anderes sagen. Holy shit! Okay. Alter. Ich muss mal kurz umskillen, Leute. Kleiner Augenblick bitte. Alter, what the fuck? Okay, doch, das Ding ist, hier ist halt gut wegen dem Sturm, den würde ich nicht abgeben. Dann könnte ich schon, wenn, dann eher das hier entbehren. Auch wenn das trotzdem echt ein geiles Ding ist. What? Wieso? LOL? Hä, aber wofür brauche ich dann das? Hä? Oh, wait. Okay. Ja, GG. Wusste ich auch nicht. Warte mal, was hat denn der dann für eine Fähigkeit? Aber wo ist die Blocktaste? Ist es... Okay, ich habe eine Vermutung. Okay, warte, den Move will ich behalten. Den kann ich entbehren. Ja, Bro, man kann einfach alles machen. Okay. Das war eine Faust, Digga. Mhm. Aber wo ist der Shit dann von Dingens? Hier sind ja nur vier. Der macht halt gut Damage, ne?
So, jetzt will ich auf jeden Fall... warte mal. Dann machen wir doch das als Einfachfähigkeit. Wobei, warte mal. Nee, ich will die Schockwelle behalten. Die macht halt gut Damage. Aber den Move kann ich auf jeden Fall entbehren. Ey, das ist komplett weird, was hier abgeht, Leute. Achso, ja, Moment. Eventuell sollte man dann auch... Welchen Move davon habe ich jetzt nochmal benutzt? Warte mal, das ist ja die das Standardding hier, ne? Warte mal, am besten kann ich das hier mit beurteilen. Genau, das ist der Move, wo er ihn ranzieht. Und den habe ich ausgerüstet, ne? Ja. Ja, dann erlernen wir den, dann machen wir vielleicht mehr Damage oder so. So, was haben wir noch? Wir haben Gungia als Dingens. So, dann haben wir bei dem die titanische Gerade und das Granitschild. So, dann ist der Shit schon mal komplett aufgelevelt. Warte mal, wir haben ja das hier, ne? Aber gut, es macht im Prinzip denselben Damage. Okay. Ist was kaputt? Nur mein Kopf, aber wir reden nicht drüber. Die habe ich doch. Ach so, ja, Verteidiger plus eins. Ja, dann mach mal den. Ja, schon besser. Das muss erstmal reichen. Alright. Wir brauchen Dunkelstahl, einen noch und Ragnarök. Aber was ist mit Ragnarök passiert? Dunkelstahl. Ist auf jeden Fall von irgendeinem Boss. Eventuell noch von einem der übrigen, weil es kommen ja sowieso noch fünf Dinger. Ich muss gucken, dass ich Ragnarök wiederbekomme. Oh, das kann ich inzwischen auch endlich herstellen. Ah, dafür brauche ich aber ein Orikalkum. Das würde ich aber lieber dann wirklich für das für die Götterdämmerung hier benutzen. Da brauche ich nämlich drei Stück von. Und hier brauche ich halt auch wieder eins. Das heißt im Prinzip, warte mal, ich brauche noch zwei weitere. Dann könnte ich jeden davon herstellen. Das. Gut. Ich muss mir das mal eben aufschreiben. Das war auf jeden Fall von den Typen mit den Fragezeichen. Aber wenn die einmal besiegt sind, kommen die ja nicht wieder, ne? Erst das mit dem Himmel, jetzt dieser Kristall.
Ein neues Leben. Es hat zwar eine Weile gedauert und wir sind auch dem einen oder anderen Ork begegnet, aber ich habe Edda ohne größere Probleme zur Schattenküste gebracht, womit uns mit der Enterprise aufgelesen hat. Auf der Rückreise ist die Arme dann zum Glück ein bisschen aufgetaut und hat uns von sich und ihrem Leben erzählt. Und auch von der Zukunft, die sie sich für ihr Kind wünscht. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass ihr Wunsch auch wahr wird. Irgendwas ist mit dem Kristall. Warte mal, sonst ist aber nichts Neues, ne? Ne, nur die Vivian, die uns was erzählen will. Ja, jetzt haben wir wirklich alle besiegt hier. Also vorerst kommen ja noch 5 weitere, oder? Warte mal. Das sind auf jeden Fall immer 5 pro Reihe. 5, 10, 15, 20, 25, 27. Ja, 5 kommen noch. Na gut, dann. Ich sehe, lebst du noch? Dieses unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Was hast du angestellt? Ist eine lange Geschichte, die ich gern nur einmal erzählen würde. Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Das sind dann wohl alle. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont heraufbeschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ist noch unklar. Es macht keinen Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. Des Kristalldominiums wurden bereits in den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell. Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Kanva steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Fluchbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er den Boden auch älter entzieht? Es sah zumindest danach aus, ins Dunheer. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können. Die Arke oben, Ätherfluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert, die letzten Überlebenden. Du hast recht. Als wir in Stonehill waren,
sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Eins ist klar. Er darf nicht noch stärker werden. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. So kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge. Habe ich recht, Clive? Ja. Hast du. Also verzieht euch. Wird's bald. Ja, dann wird es auf jeden Fall nicht die letzte Folge. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Ja, danke. Ich rede mal mit Joshua. Ich will mal eine Sache wissen. Und zwar, wenn ich zu Götz gehe, kann ich dann immer noch diese scheiß Notenrollen bei ihm kaufen? Wo ist er denn überhaupt? Der stand doch immer da. Okay, sonst gibt's nichts Neues. Ach, da ist Joshua. Warte mal, sehe ich Götz von hier aus? Nö. Keine Ahnung, wo der Dude ist. Ultima mag uns erschaffen haben. Aber wir können selbst entscheiden, wer wir wirklich sind. Er will, dass wir für unser Leben kämpfen. Warum nicht? Tun wir ja schon die ganze Zeit. Genau wie Ultima selbst, wie es den Anschein erweckt. Seine neue Welt ist nichts als ein Versuch zu überleben. Also muss nun entschieden werden, wer von uns sich erhalten kann. Sollte Ultima siegen, erwartet uns alle der sichere Tod. So viel steht wohl fest. Doch was erwartet uns, wenn er unterliegt? Freiheit. Ein welker, gottloser Ort, an dem sich unsere Unabhängigkeit eher als Fessel erweisen wird? Nun, das mag sein. Aber Fesseln lassen sich sprengen. Solange man den Willen dazu besitzt. Es wird nicht leicht. Es wird Generationen dauern. Jahrhunderte des Leids. Und auch nur, wenn wir alle dazu beitragen. Aber wir werden es schaffen. Und dann wird die Menschheit frei leben. Das ist die Welt, die uns erwartet. In der Tat. Und unser Traum wird Wirklichkeit. Aber erst müssen wir zum Kristall. Welch ein Glück, dass ich Flügel habe. Du kannst kaum stehen und willst fliegen? Und wer weiß, welche Schrecken da oben lauern. Das schaffst du doch nicht. Ich muss es schaffen. Ich bin der Phönix. Und ich erfülle meine Pflicht. Das ist unser Kampf. Das weißt du. Schon gut. Verstehe ich. Aber du musst auf mich hören, ja? Ich bin schließlich dein Schild. Das bist du. Und was ist mit meinen Flügeln?
Vergesst nicht, ihr wollt einem Gott entgegentreten. Ihr dürft nicht bereits der Müdigkeit erliegen, bevor der Kampf beginnt. Ifrit, euer Bruder merkte an, dass einige Domini trotz des Verlusts ihrer Kräfte weiterhin zu erwachen vermochten. Ist das wahr? I don't know. Achso, klar, sicher wissen wir das jetzt plötzlich, ja. Aber sie konnten ihre Esper nicht länger kontrollieren. Dann wird mein Wille stärker sein müssen. Damit ihr beide eure Kräfte vor dem Kampf schonen könnt. Das müsst ihr nicht tun. Ihr könntet sonst am Ende alles verlieren, was ihr noch habt. Was habe ich noch? Außer Reue. Das würde ich mir auch gerade fragen. Mein Leben endete im Dominium. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Außerdem habe ich eine offene Rechnung mit Ultima. Ja, wobei, er hatte noch und er wird sie begleichen müssen. Wir danken euch, Dion. Sprechen wir von Dank, wenn es vorbei ist. Er weiß genau, dass er nicht zurückkehren wird. Doch sein Entschluss steht fest. Noch ist nichts besiegelt. Vergiss das nicht. Ich muss zu Jill. Ist das jetzt ein anderes Schwert? Vielleicht. Warum habe ich das Gefühl, dass das jetzt ein anderes Schwert ist? Ne, ist immer noch Verteidiger plus 2. Wert. Was? Empfohlene Esper-Fertigkeiten aktivieren? Oh lol, dann gibt das Spiel sogar noch eine Hilfe. Sogar für die Ausrüstung, okay. Ja, aber nee, danke. Ich muss irgendwie gucken, wie ich das Ragnarök-Ding wieder kriege. Okay, es gibt auf jeden Fall auch immer noch nicht neue Dinge. Ist wahrscheinlich erst, wenn ich in einem neuen Reich bin oder so. Wo ist denn Jill? Ah, in meinem Kabuff. Aber da müssen doch noch ein paar Sidequests kommen, weil wir haben noch gar nicht alle Dinger davon. Und ich habe ja alles bis auf eine Sidequest gemacht. Ja, das werden noch ein paar Stunden werden, ja. Ein Wunsch an die Sterne? Den habe ich tatsächlich. Es ist soweit, Jill. Du weißt, was ich tun muss. Und auch warum. Es gibt kein Zurück mehr. Hier hat unsere Reise uns hingeführt. Hier wird sie enden, wie auch immer. Ich würde ja für dich zu Metia beten. Aber du schaffst das, oder, Clive? So wie immer. Dann sehen wir beide wieder zum Mond. Ich werde warten. Zeit zum Aufbruch. Ich sag's doch. Bro, what the fuck? 2, 4, 6, 7. Ist doch nicht dein Ernst? Und das ist nur hier. Alter Falter. Ey, das sind 10 Aufträge oder so. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen.
Gott. Oh, das sind sogar zwei hier. Schlechte Stimmung. Falls es dir nicht aufgefallen ist, dein armer Hund ist in letzter Zeit ständig auf dem Hinterdeck und jault wie Gav, wenn er es mit dem Bier übertrieben hat. Irgendwas stimmt mit ihm nicht und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es nichts mit seinen Antilopenknochen zu tun hat. Was hast du dieses Mal, Torgal? Also meine Vermutung ist, dass er Schiss hat, dass irgendwas schief geht. Auf der Suche nach einem Buch. Ich möchte dich zwar nur ungern noch mehr belasten, aber ich muss dich trotzdem in einer persönlichen Angelegenheit um einen Gefallen bitten. Eventuell könnte sich die Sache auch für dich als nützlich erweisen. Es gibt diverse alte Schriften, die als derart gefährlich für die heutige gesellschaftliche Ordnung angesehen werden, dass selbst ihr bloßer Besitz als Verbrechen gilt. Jedoch hat meine zufällige Lektüre einer solchen Schrift namentlich aus der Ferne das wissenschaftliche Interesse, das bis zum heutigen Tage in mir brennt, überhaupt erst entfacht. Bitte hilf mir, ein Exemplar dieses Buches auswendig zu machen. Falls du einen zusätzlichen Anreiz benötigst, so bin ich gern bereit, dich für geleistete Dienste zu entlohnen. Hier geht es wohl nicht um irgendeinen Abenteuerroman. So, haben wir schon mal zwei. Da ist Götz jetzt, okay. Brauchst du was? Okay. Tante ist die Größte. Sie kann ein bisschen mürrisch sein, aber sie hat ein Herz aus Gold. Meine Eltern haben mich in einen Ochsenschuft. Haben mich wie ein Ochsen schuften lassen und gesagt, es wäre besser, wenn ich nie auf die Welt gekommen wäre. Wow. Sie haben es so oft gesagt, dass ich angefangen habe, ihnen zu glauben. Aber Tante hat mitbekommen, wie sie mich behandelt haben und das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Sie hat ihnen einen dicken, fetten Beutel voll Gill vor die Füße geworfen. Euer Junge ist doppelt so viel wert, hat sie gesagt. Und wenn ihr das nicht sehen könnt, dann überlasst ihn jemanden, der es kann. So viele glänzende, glitzernde Gill und Tante hat gesagt, dass ich mehr wert bin. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich gewesen. Da hätte eigentlich ein Fragezeichen hingemusst. Also bin ich mit ihr gegangen. Seit damals arbeite ich für Tante und ich bleibe gern weiter bei ihr, bis ich sterbe. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Es ist nicht richtig, alles da oben euch dreien zu überlassen. Es ist nicht alles. Hier unten gibt es auch noch eine Menge zu tun. Zum Beispiel muss sich jemand um unsere Vorräte kümmern und Charon beschützen. Du kannst beides sehr gut, Götz. Das mache ich. Versprochen. Versprochen. Oh, Entschuldigung. Tante, wird nichts passieren, ganz egal, was passiert. Oh. Du kannst auf mich zählen. So wie wir alle darauf zählen, dass du gesund zurückkommst. Okay, aber ich kann hier nicht an seinen Pimmelstein. Oder an seine Schmiedekünste. Man kann über sie sagen, was man will. Achso, ja, stimmt. Torgal ist ja hier. Hey, voll süß, ey. Was hast du denn, Torgal? Was ist? Siehst du da etwas? Seit wann hast du eigentlich diesen Ring an der Pfote? Den hat er von Sid bekommen, als der ihn aufgenommen hat. So lange schon? Und trotzdem fragst du erst heute danach. Ha. Sid hatte damals gestört, dass Torgal die Angewohnheit hat, an der Pfote zu nagen. Also hat er ihm den Ring umgelegt, um es ihm abzugewöhnen. Ach, Torgal. Sicher war es Trennungsschmerz. Es war bestimmt ganz schön schwer für den Kleinen, sich auf einmal ganz allein durchzuschlagen. Vielleicht noch schwerer, weil er ein Frostwolf ist. Er braucht die Verbindung zu seiner Esper. Sid hat ihm immer gesagt, der Ring kommt erst ab, wenn du gefunden hast, was du suchst. Na, dann kann er ja jetzt ab. Und schließlich hat er dich gefunden. Tut mir leid, Großer, dass du so lange warten musstest. Dann nehmen wir ihn jetzt ab. Ich glaube, er will ihn nicht hergeben. Na, er erinnert ihn an Sid halt, ne? Sicher, weil er dich an Sid erinnert, oder? Du willst, dass ich mitkomme? Sieh einer an. Du verstehst ihn besser als gedacht.
Lange nicht so gut wie du, Charon. Tja, kein Wunder. Schließlich war ich es, die ihm all die Jahre Knochen besorgt und den Bauch gekrault hat. Du warst ihm eine wahre Freundin. Dafür bin ich sehr dankbar. Nur weil er nicht so frech ist wie der Rest von euch. Und jetzt geht schon. Dann geh mal voran, Torgal. So. Weißt du, warum ist so komisch? Sid, du musst uns helfen. Wobei, habt ihr schon wieder eins von Mits Geräten zerlegt? Nein, also doch, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Sondern um Mit. Sie benimmt sich so seltsam. Sehr seltsam. Sie ist fast nie da. Und wenn doch, bemerkt sie uns nicht mal. Sie ist so verstreut. Sie ist zerstreut. Hab ich doch gesagt. Zerstreut. Ich hätte gelacht, hätte nochmal verstreut gesagt. Wann hat das angefangen? Ungefähr gleich nachdem sie euch aus Donhör gerettet hat. Dann geht es vielleicht nur um die Enterprise. Sie hat auf dem langen Weg ganz schön was abbekommen. Glaube ich nicht. Hast du sie etwa kaputt gemacht? Du solltest wirklich besser auf Mits Erfindungen aufpassen. Ach, hör nicht auf sie. Selbst wenn du sie kaputt gemacht hast, kannst du sie doch einfach wieder zusammenbauen. Oder? Klar, sicher. Und wer baut Mit wieder zusammen? Sie ist echt traurig. Soll ich mal versuchen, sie aufzuheitern? Würdest du? Für uns? Sie ist in ihrer Höhle. Du machst ihm noch Angst. Es ist keine echte Höhle. Na, dann bin ich beruhigt. Mit, hast du kurz Zeit? Wie immer war die Antwort die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Wenn das sie nicht fliegen lässt, weiß ich auch nicht mehr weiter. Fliegen? Willst du der Enterprise etwa Flügel geben? Aber natürlich will ich das. Die Kinder glauben, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Sie machen sich Sorgen. Ist dein Projekt so wichtig, dass du dich von allen abkapseln musst? Die Enterprise ist jetzt schon das schnellste Schiff der Welt. Und das mit Wasser unterm Kiel. Aber was, wenn sie nicht daran gebunden wäre? An gar nichts gebunden wäre? Warum sollten die Götter den Himmel für sich alleine haben? Das ist doch völlig ungerecht. Die Gefallenen haben es geschafft. Aber sich nur auf Magie zu verlassen, war ihr großer Fehler. Aber ich? Ich weiß, wie man es ohnehin kriegt. Also fast. Erstmal muss ich ein Modell bauen. Und das kannst du nur allein machen? Ist das ein Angebot? Damit wir uns verstehen. Die Enterprise ist mein Revier. Aber wenn du mir unbedingt helfen willst, sag ich sicher nicht nein. Erst brauche ich Öl. Aber kein schon dreimal in der Bratpfanne benutztes aus der Küche. Hochwertiges wie das aus Old Hill. Dann brauche ich einen Knochen oder ein Stück von einem Panzer. Leicht, robust und wenn es geht, nicht mehr am vorherigen Besitzer dran. Meinst du einen Bestienknochen? Da können dir sicher die Fluchbrecher weiterhelfen. Nein, die können dir weiterhelfen. Du wolltest dich doch nützlich machen, oder? Ich sollte mit einem der Fluchbrecher reden, bevor ich losziehe. Vielleicht finde ich den Knochen auch in Old Hill. Hat Metadol schon etwas von einem nächsten Projekt erzählt? Okay, ich nehme erstmal nur die drei an. Mach mich dann auf den Weg. Vivian, wegen des Briefs. Ich kann dir gern helfen, dein Buch zu finden. Danke, Clive. Es könnte aber etwas knifflig werden. Bist du sicher? Bin ich. Dein Rat hat mir schon unzählige Male weitergeholfen. Es wird Zeit, dass ich mich revanchiere. Lass mich dir helfen. Sehr freundlich von dir.
Leider wird sich dieses Buch nicht so einfach finden lassen wie Antworten auf deine Fragen. Ich habe schon Harpokrates gefragt, ob er nicht weiß, wo sich dieses Buch heute noch auftreiben lässt. Aber vielleicht erklärt er dir das alles am besten selbst. Wenn du meinst. Tut mir leid, dass ich das auf dich abwälze. Dieses Buch war der Auslöser für alles, was mich heute ausmacht. Es hat eine wirklich große Bedeutung für mich. Gut. Clive, wie schön. Welch Freude, euch zu sehen. Harpokrates, ich muss euch etwas fragen. Ich suche nach einem Buch mit dem Titel Aus der Ferne. Dann sucht ihr nach einer wahren Rarität. Erstaunlich, dass euch dieser Titel geläufig ist. Ihr kennt ihn von Vivian. So ist es. Viel darüber erzählt hat sie mir allerdings nicht. Nur, dass ihr mehr dazu zu sagen hättet. Am liebsten hätte ich ihr das Ganze ausgeredet. Clive, die Suche, mit der die junge Professorin euch beauftragt hat, kann kein gutes Ende nehmen. Nicht, solange es die Vollstrecker gibt. Die Vollstrecker? Ein geheimer Orden. Eine nebulöse Organisation, die verbotene Schriften und Technologien zusammenträgt und unter Verschluss hält. Und Vivians Buch ist eine dieser Schriften, denn es dokumentiert die wahre Geschichte der Versklavung der Träger. Ein Werk, das Potenzial hat, die gesamte bestehende Ordnung zu stürzen. So sagt man zumindest. Ich habe es nie gesehen, geschweige denn selbst gelesen. Ich höre zum ersten Mal von dieser Organisation. Nun, sie sind eben ein geheimer Orden. Sie lauern in den Schatten, tauchen dann auf, wenn sie etwas begehren, Bücher, Erfindungen oder Menschen, und verschwinden dann wieder, ohne jede Spur. Das erklärt, wie Vivians Buch sich so ohne weiteres in Luft auflösen konnte. Das Werk der Vollstrecker, ja. Was treibt sie an? Pure Gier oder Ideologie? Gute Frage. Leider lässt sich unser Wissen über sie in einem Atemzug zusammenfassen. Fragt mich, woher sie kommen, wer sie anführt oder wie viele sie sind, und jede Antwort wäre reine Spekulation. Mir fehlt also jeglicher Anhaltspunkt. Was hat Vivian gedacht? Dass es aus dem Nichts auftaucht? Nicht aus dem Nichts, nein. In Ashra. In Stürm hört man in der Tat oft von den Vollstreckern. In Ashra aber deutlich seltener. Ich habe einen Freund. Ich hatte einen Freund. Drüben in Garnik. Er sammelte alte Bücher. Und er schrieb mir lange Briefe über seine Schätze. Leider bleiben sie aus, seit der Himmel sich verdunkelt hat. Sicher hat auch er sich verwandelt. Doch es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich dort in seiner Sammlung eine der Abschriften von aus der Ferne befindet und auf ihre Entdeckung wartet. Wenn es euch irgendwie gelingen könnte, auch nur ein Buch aus seinen Regalen zu retten, wäre das sicher in seinem Sinne. Also gut. Beim nächsten Besuch in Valut werde ich mich in Garnik umsehen. Ja, da war ich sogar schon.
Ach, deswegen war hier das Ding an. Ganze Tage von hier entfernt. Na, Sid, willst du uns einen ausgeben? Kommt ganz drauf an. Mit braucht einen leichten, aber haltbaren Knochen für ein Projekt. Mit Bestien kennt ihr Fluchbrecher euch doch gut aus, oder? Vorschläge? Knochen sind Knochen. Hau fest genug drauf und sie gehen kaputt. Sie sollte lieber was anderes nehmen. Ein Stück von einem Panzer zum Beispiel. Weißt du, was Adamantheimers sind? Oh ja. Ich weiß, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Und deren Panzer sind also besonders hart? Ja, vor allem wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Angeblich lebt eine uralte Adamantheimer in Korava, nahe Ultbiza. Oder was davon übrig ist. Aber glaub nicht, dass du leichtes Spiel haben wirst. Das Ding lebt nicht ohne Grund schon so lange. Ich werde aufpassen. Danke. Hatten wir nicht von Korava diese Schatzkarte auch? Warte mal. Nee, Kretow. Kretow. Muss ich auch mal gucken, wo der Scheiß ist. Ah, hier. Okay, das heißt, da muss ich ja sowieso hin. Das heißt, wenn ich das dritte Ding hier angehe, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich da auch mal nach diesem Schatzding gucke. Wahrscheinlich werde ich da in jede Kackecke oder so gucken müssen. Also gut, Torgal. Wo möchtest du hin? Ein bisschen mehr musst du mir schon helfen. Gib mir doch einen Hinweis. Es sei denn, das hast du schon getan. Auf dem Achterdeck. Da hast du nach Westen gesehen. Richtung Rosaria. Willst du etwa zum Krähennest? Auf der Insel war ich seit fast 20 Jahren nicht mehr. Ich glaube, da, wo der auch herkam, ne? Auf nach Port Isolde. Hoffentlich gibt es die Anlegestelle noch. Port Isolde war hier unten an der Ecke. Da. Gehabt. Sogar ein Kahn ist noch da. Nur wir sind größer geworden. Wenn wir nicht reinpassen, musst du vielleicht schwimmen. Ja. Aber ich glaube, er macht nur Spaß. Ja. Hat doch nur Spaß. Geil. Ja, dann musst du schwimmen. Er guckt ihn an. Bruh. Sieht alles genau wie früher aus. Es ist gleich hinter diesen Bäumen. Auf geht's. Krass. Rennen wir? Wer zuerst am Ziel ist? Ja, Torga wird eher da sein, weil ich gehe hier looten. Wären wir.
Unser geheimes Versteck. Weißt du noch, Torga? Hier konnte ich immer vergessen, wer ich war. Oder nicht war. Prinz Schild. Ein Sohn, den die Mutter liebt. Hätte ich nur eine dieser Rollen erfüllt, wäre vielleicht... Was hast du, Großer? Aus dem Schloss und vom Phönixtor. Hast du das hergebracht? Mein altes Holzschwert. Aber wie hat er das alles in einem hingebracht? Du hast die ganze Zeit nach mir gesucht. Habe ich recht? Danke, Torgal. Dass du gewartet hast. Mich nie vergessen hast. Dieses Holzschwert nehme ich mit. Damit ich auch nie vergesse, wer ich bin. Und damit ich damit auf Ultima einprügeln kann, ja. Da geht's nicht zurück zum Boot, Torgal. Ja, wir waren nicht zum Boot, du Idiot. Schon gut. Ha, reimt sich. Ich komme. Boot, Idiot. Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Alle sagen immer, wie wichtig es sei, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber ohne sie wären wir nicht, wer wir heute sind. Und wir wüssten nicht, was wir uns von der Zukunft wünschen. Komm, Torgal. Gehen wir zurück. Warum bitte war mal so laut? Beruhig dich doch, Junge. Aber ja, sehr weise. Erst dieser herzerwärmende Moment gerade in der Hütte. Jetzt wieder so eine Weisheit. Bro, what the fuck? Eigentlich müsste da stehen, kann in Clives Zimmer betrachtet werden, Punkt. Oder auf Ultima eingeprügelt werden. Ich bleib dabei. Was ist denn das für ein Vieh? Ach, das sind die Dinger. Kotzbrech, wirk. So, warte mal. Ja, hier, Korava, ne? Ne, warte mal, das war das mit den Dingens, das Öl.
rechts von mir. Mit Öl? Kaum zu glauben, bei allem, was hier passiert ist. Glitscht halt noch mehr durch seine scheiß Schnauze durch. Mit dem Arm. Okay, das andere ist auch hier irgendwo. Ist das vielleicht unten an den Dingens? Sind ja nur ein paar kleine Pissgoblins. Ach, ihr kleinen Wichser. Liegt er immer noch. Ne, es ist hier. Kann man hier hoch? Ne. Ja, Bro, entscheid dich doch mal, Spiel, Alter. Okay, der hat hier hingezeigt. Aha. Das sollte reichen. Alright, jetzt müssen wir mal wieder zurück nach Garnick. Das war hier hinten, ne? Ja, genau da, wo ich schon gesagt habe. Sonst war hier aber nix. Wobei, warte mal, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit... Ah, nee, ich weiß ja schon, wo diese Insel da ist. Das weiß ich doch schon. Sieht verlassen aus. Mal sehen, ob ich sein Haus finde. Protokolle der Valuta-Armee. Vielfältige Interessen. Warte, da kann ich ein Buch nehmen. Oh, ich glaube eher, dass ich da in den Corner muss. Okay, warte, ich glaube, das ist ein bisschen zu schnell, ne? So, wer das lesen möchte. Haben wir damit gemacht? Oh, das ist das aus der Ferne. Das ist das, was ich brauchte. Kapitel 16. Na, wow. Wegen Final Fantasy 16 oder was? Ich muss so dringend pissen. Da, 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 da. Das ist es. Wenn das, was hier steht, stimmt, ich muss damit zurück zum Versteck. Ja, warum soll ich jetzt da hingehen? Oh, weil ich einen Gegner spawnt. Du willst schon gehen, Fremder? Ja. Wir haben dich beobachtet. Schön für dich. Aus der Ferne beobachtet. Wow. Geistreich.
Ich weiß, wer ihr seid. Dann müssen wir dir ja nichts mehr erklären. Ne, brauchst du nicht, alles gut. Buch. Nee, ich glaube nicht, Bro. Schriften wie diese gehören in unsere Obhut. Schön für dich. Obhut. Wollt ihr es verbrennen oder vergraben? Das entscheiden andere, nicht ich. Eines ist jedoch sicher. Dieser Text muss vom Antlitz der Welt verschwinden. Was, wenn ich das Gegenteil will? Dass unsere Geschichte erhalten bleibt? Dann können wir uns weitere Worte sparen. Können wir auch. Du willst. Das Buch können wir auch deinen toten Händen entreißen. Versuch's mal. Oh, süß. Das werden wir ja sehen. Nee, warte mal, das mache ich gleich. Alter, was für ein geiler Move. What the fuck? Oh mein Gott, ich liebe das jetzt schon. Oh mein Gott, ich liebe das. Oh, ich liebe dieses Granitschild. Scheiße, warum habe ich das so spät erst ausgerüstet? Oh mein Gott. Aber gut, ich wusste halt nicht, dass ich das so frei alles skillen kann. Beeindruckend. Zu meiner Verteidigung. Aber noch sind wir nicht geschlagen. Das Buch wird uns gehören. Warum seid ihr so versessen darauf? Weil es wie keine andere Schrift die Eitelkeit und Gier der Menschen bekundet. Es erzählt von der Verfolgung und Unterdrückung einer Minderheit, die von den Göttern gesegnet war. Klingt diese Zusammenfassung korrekt? Gar, ich hab's nicht gelesen. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Dann ist dein Verstand stumpfer als dein Schwert. Ich helfe dir auf die Sprünge. Geschichte lässt sich nicht korrekt interpretieren. Das schiere Vonstattengehen von Geschehnissen ist leicht zu dokumentieren. Aber auf die Frage, warum etwas geschehen ist, gibt es nicht die eine Antwort. Also lässt sich's doch interpretieren. Darum, was das Volk glaubt. Also lässt sich's das doch interpretieren. Menschen glauben, den Grund für ein Geschehnis zu kennen. Erschaffen. Sie eine Wahrheit. Ihr wollt die Wahrheit kontrollieren. Wir wollen die Menschheit vor sich selbst schützen. Vor Wissen, dass ihr nichts als Leid bringt. Das ist alles. Behalt das Buch. Fürs Erste. Die Welt ist klein. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Warte! Verdammt! Erstmal zurück zu Vivien. Sie ist mir eine Erklärung schuldig. Ja, dann jetzt noch nach Korava.
komm, ich guck mal eben nach diesem Scheiß. Geht die Folge wahrscheinlich noch so 10 Minuten oder so. Weil jetzt muss ich ja erstmal lesen, was da stand. So, nee. Schiffschmieröl? Ach so, ja. Was wäre das, was wir brauchten? Hat der den anderen Scheiß eigentlich auch noch dabei? Ja, müsste ja eigentlich, ne? Ja, hat er immer. Okay. So, Moment. Wo ist denn... Da, Schatzkarte. Eine simpel gezeichnete Karte, auf deren Rand eine Nachricht geschrieben steht. Wenn ihr eine wahre Gilgrube finden wollt, macht euch auf nach Kretow. Ist das hier vielleicht gemeint? Nö. Naja, das Ding ist, was ist, wenn ich jetzt denke, oh, hat bestimmt voll die fette Bewandtnis und dann hat es eigentlich gar keine. Aber ist egal, wir gucken einfach mal. Wir können uns ja ein paar Minuten Zeit nehmen dafür. Und wenn ich merke, so, okay, macht vielleicht nicht so viel Sinn, dann kann ich ja mal recherchieren, ob das überhaupt wirklich so Sinn macht. Danke, mein Mädchen. Achso, ich darf hier nicht weiter, ne? Hier vielleicht? Weil Grube und so? Aber ist nicht. Da steht einer. Ey, komm, aber der Call hier war nicht schlecht, ne? Also, einfach hier so in der Mitte von denen so einen Kack platzieren. Was macht denn der Schlumpf hier? Achso, ja, hier war ja doch diese Forschung zu Ultima noch, ne? Sehe ich auf jeden Fall nichts. Nee, da auch nicht. Das ist wahrscheinlich eine Nullnummer. Ich werde das mal recherchieren vor dem nächsten Mal. Gut so. Weil mich das echt schon interessieren würde, ob es jetzt einfach nur irgendwie random irgendwas hingerotzt war. Oder ob das wirklich eine Bewandtnis hat. Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass es keine hat. Und ich muss immer noch dringend pinkeln, ne? Ist egal, wir klatschen den hier jetzt um.
Das müsste der da wahrscheinlich sein. Korava. Wo würdest du dich verstecken, Torgal? Naja, er steht direkt vor dir, du Blöden. Das müsste sie doch sein. Data! Okay, gedrückt halten anscheinend. Ich liebe es. Parryn. Oh mein Gott. Dann zurück zu Mid, damit sie ihr Modell fertig bauen kann. Alright. Ja, mit Wasser. Ach so, stimmt. Sand der Zuken. Es war ja mit diesem einen Move da, ne? Oh, das haben wir noch gar nicht probiert. So wechsle ich zu. Ey, Digga, oh mein Gott. Ich habe so ein geiles Bild jetzt einfach. Direkt das Spiel nochmal durchspielen. Nee, aber das. What the. Ach so, der zeigt mir nur, wie viel ich dann heilen würde. Aber nicht schlecht, Alter, dafür, dass es so ein kleiner Trank ist. Not bad. So. Also. Einmal mit und einmal Vivien, okay. Vivien. Dein Buch. Ich hab's gefunden. Du hast... Das ist es. Danke, Clive. Ich hatte schon Angst, dass ich etwas Unmögliches von dir verlangt habe. Dass die Vollstrecker alle Exemplare an sich gerissen hätten. Mit einem Vollstrecker habe ich mich unterhalten und ihn überzeugt, mir das Buch zu lassen. Er sagte, dass Wahrheit nur kollektive Überzeugung ist. Dass auch eine Lüge zur Wahrheit wird, wenn alle an sie glauben. Oh ja. Es gibt niemals nur die eine Wahrheit. Wahrheit ist biegsam. Wer genug Menschen von seiner Perspektive überzeugen kann, gewinnt das Recht, sie Wahrheit zu taufen. Wie auch an der Geschichte der Träger zu sehen ist. Dieses Buch hat dich also zum Studium inspiriert. Das Buch? Oder genauer seine Autorin. Sie war eine Ketzerin. Eine Kritikerin, die keine Angst kannte.
Es gab keine Stadt, die nicht einen Galgen für sie bereithielt. Sie war ihr Leben lang Außenseiterin und als solche stolperte sie über eine Wahrheit, die so gewichtig war, dass die Kontinente erzitterten, sobald jemand drohte, sie auszusprechen. Auch ich fühle mich der Menschenwelt manchmal nicht ganz zugehörig und sehe mich oft als Außenstehende. Sie hat mich gelehrt, Einsamkeit als Segen zu sehen, nicht als Fluch. Und dass das, was man am Ziel seiner Reise zur Wahrheit findet, all die Opfer und all die Mühen rückblickend wert gewesen ist. Denkst du das immer noch? Dass du nicht dazu gehörst? Ganz ehrlich? Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Seit ich hier im Versteck bin, urteile ich weniger scharf. Vielleicht, weil ich die Menschen jetzt aus einer deutlich geringeren Distanz studiere als früher. Aber je länger ich hier bin, desto mehr lerne ich, diese Nähe zu schätzen. Ich beobachte nicht mehr von außen, sondern von innen. Wenn ich also darf, werde ich meine Arbeit hier fortsetzen. Vergiss nicht, Clive. Glaube hat die Kraft, Wahrheit zu erschaffen. Schenke den Männern und Frauen dieser dunklen Welt ein Stück Wahrheit. Mach, dass sie an dich glauben. So wie ich. Ich werde es versuchen. Versprochen. Jetzt haben wir schon mal zwei neue Collectibles. Ah, ja. Nice. Aber ich gebe jetzt nur noch den Shit bei mit. Shit mit, Digga, heute hört es auch nicht mehr auf den Reim, wa? Ich gebe jetzt noch eben den Shit bei mit ab. Pflanze mich dann da oben schon mal hin und speicher da. Und werde die Session beenden, weil ich muss pinkeln. Noch arbeiten. Und ja, dann wird die nächste Session dann vermutlich die letzte werden. Mal gucken. Sag mir, dass das alles ist. Ach, du hörst dich an, als hätte ich dich gebeten, die Welt zu retten. Sag mir, dass das hier alles ist. Es ist fast alles, was ich brauche. Ich habe mir das Ganze nochmal angesehen und gemerkt, dass ich eine Null vergessen habe und eine Eins. Und, Und ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Daher umso schlimmer. So kleine Teile sind eine Heidenarbeit und ich könnte genau das verbummelt haben, an dem Schledern eine halbe Ewigkeit gefeilt hat. Warte mal. Deine Waage. Als die Kinder sie zerlegt haben, war ein kleines Zahnrad dabei. Und ich glaube, sie haben es nicht benutzt, als sie die Waage wieder zusammengebaut haben. Die Krümel? Aber warum? Weißt du was? Eigentlich will ich's nicht wissen. Ich mache am Modell weiter. Such du das Zahnrad. Okay, nevermind, ich speichere jetzt hier. Oder? Warte mal, ist das da oben? Also da oben oben? Wo der andere Auftrag auch ist? Hat mir der Deutsch schon etwas von einem nächsten Projekt erzählt? Sid, versteckt sich Mit noch vor uns? Sie wollte sich gar nicht verstecken. Alles gut. Sie arbeitet nur an ihrem nächsten Projekt. Was ist es denn? Eine neue Erfindung? Vielleicht ein Luftschiff. Bestimmt ist es ein Luftschiff. Dürfen wir ihr helfen? Deswegen bin ich eigentlich hier. Sie braucht was Besonderes, das nur ihr drei besorgen könnt. Ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Das zum Beispiel nicht zu einer gewissen Waage gepasst hat. Stimmt, dort ist eins vergessen. Jetzt weiß ich's wieder. Wir haben's noch, keine Sorge. Ist in unserer Kleinkramtüte. Seitdem haben wir alles Mögliche auseinander und wieder zusammengebaut. Und wir werden immer besser. Alle Teile, die übrig bleiben, sind unter unseren Betten. Zur Sicherheit. Das ist gut zu wissen. Guck!
Das ist es. War das alles? Wir haben eine ganze Menge auf Vorrat. Fürs erste Jahr. Aber ich erzähle mit von eurer Sammlung. Zur Sicherheit. Danke, Sid. Und? Hast du es? Ich glaube schon. Die drei haben gut darauf aufgepasst. Ist es das? Ja, genau. Perfekt. Du bist ein Genie. Danke, danke. Und was genau machst du jetzt damit? Den wichtigsten Teil des Modells bauen. Die Flügel bewegen sich nicht von allein. Aber mit diesem Zahnrad an der richtigen Stelle... Na, du wirst es schon sehen. Ja, dann heißt es Luftschiff Enterprise. Badumts. Endlich fertig. Dann wollen wir mal sehen. Es fehlt immer noch was. Zum Donnerwetter. Es sollte doch nicht wirklich fliegen, oder? Natürlich sollte es wirklich fliegen. Sonst wäre es ja wohl kein Luftschiff. Dieser Antrieb. Echt, dieses Ding macht mich noch verrückt. Ich war mir so sicher, dass es heute hinhaut. Der Mithril-Antrieb ist dafür gedacht, Träume zu erfüllen. Aber vielleicht sollte dieser besser nicht in Erfüllung gehen. Bringt man Menschen das Fliegen bei, dann werden sie sich auch bald in der Luft bekriegen. Noch mehr, die ihr Zuhause verlieren. Noch mehr Kinder ohne Väter und Mütter. So wie ich damals. Tut mir leid. Ja, mir auch. Clive, sag mir, was würdest du tun? Dem Verstand folgen oder dem Herzen? Wirklich schwierig. Als ich das erste Mal an Deck deines Schiffes stand, mit dem Wind im Haar, war es, als würde ich fliegen. Wie mag es sich wohl in Wirklichkeit anfühlen? Mein Paps hat immer gesagt, es gäbe zwei Arten zu leben. Man jagt einem Traum nach oder kriecht ins Grab. Er hatte recht. Und nicht nur in dieser Hinsicht. Auch wenn ich es ungern zugebe. Menschen brauchen Träume zum Leben. Ganz besonders in dieser Welt. Gut. Wenn alles vorbei ist, bringe ich all meine Mithril-Antriebe nach Semekis und werf sie da rein. Ja, mein Traum wird nicht eines Tages zum Albtraum für andere. Und deine ganze Arbeit? Meine ganze Arbeit wird niemals für Kriege benutzt werden, klar? Aber sie ist auch nicht verloren. Sag mal, Clive, warst du schon mal auf Schatzsuche? Ich habe eine Schatzkarte. Seit Joshua und ich klein waren. Wieso fragst du? Weil ich die Baupläne für den Antrieb verstecken und ein Rätsel hinterlassen werde, mit dem man sie finden kann. Ein kompliziertes, damit nur wirklich leidenschaftliche Träumer hier dahinter kommen werden. Ich sehe schon vor mir, wie irgendein hirnloser General auf die Worte starren und ein dummes Gesicht machen wird. So wie du, ja. Ja.
Aber wenn ich eine ganze Schatzsuche auf die Beine stelle, dann muss der Antrieb auch ein würdiger Schatz sein. Und wenn damit nicht mal ein Modell fliegen kann, ist er das sicher nicht. Paps meinte immer, hab große Träume. Aber die Größe eines Traums ist eigentlich egal, oder? Solange er gut ist. Und ich glaube, ich habe noch ein paar ziemlich gute. Da bin ich mir sicher. Cool. Alright, alright, alright. So, wir werden aber hier speichern. Und die Folge auf jeden Fall beenden. Also Leute, wie es weitergeht bei Final Fantasy, seht ihr dann in der nächsten Folge. Und mal gucken, wie viele es noch werden. Also ich denke mir mal, dass ich alleine schon die Hälfte der nächsten Folge brauchen werde für die ganzen Sidequests inklusive Jagdbrett. Und dann kommt ja noch das Ding mit Ultima. Also mal gucken, ein paar Folgen werden es noch mindestens zwei. Da wie gesagt, Loro-Folge und so. Und ja, also bis zur nächsten Folge von Final Fantasy 16. Haut rein. Peace.